Naja, Juden auf dem Mond, weiß ich nicht. Naja, Reicht da, doch. es gibt ja Eye und Sky, Ach wo so, es ja. heißt, dass hinter Mond irgendwie auf der Schattenseite des Mondes. Dann war es vielleicht kein Zufall, wenn es wirklich Nazis auf dem Mond gibt, ja. also auf der schwarzen Seite des Mondes. Weißt du, die haben Sehnsucht. Oh Gott, oh Gott. Ah ja, gut, irgendwann entscheidet sich dann jemand zu sagen, ja, oh, hallo. Hallo, hey. Das seid ihr ja schon moin, wieder. Moin, 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 willkommen. Schleichen sich hier an unseren Sprachorganen ran, diese Zuhörer, ekelhaft. Jede Woche. Ich habe euch nicht Gleiche. Kommen sehen, aber ich freue mich umso mehr, dass ihr jetzt da seid. Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen. Ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn von euren Lieblingsradiomoderatoren und Podcast-Hosts Tino Ranacher und Probinoster. Oh, schön. Alter Schwede, haben wir wieder ein prall gefülltes Internet gehabt die letzte Woche. Das ist ja der Hammer. Es hat gebrannt. Es hat an manchen Stellen gebrannt. Ich habe jetzt keinen Großbrand gesehen, aber es gab schon so ein paar Dinge, wo ich dachte, naja, lieber mal die Feuerwehr rufen, also uns rufen. Die digitale Feuerwehr Brennpunkt Internet, das sind wir. Wir ordnen die Geschehnisse der letzten Woche für euch ein. Die Geschehnisse, die vor allem das Internet in Atem gehalten hat. Aber das Internet ist ja die Gesellschaft heutzutage, so wenn man es mal genau nimmt. Und wir sind ein einzigartiges Projekt, denn wir sprechen gleichzeitig junge Internethörer an und auch die älteren Herrschaften, die Erfahrenen, die... Ja, die alterlich Vollschlanken hatten wir gesagt, genau. ne, um es ganz nett zu formulieren. Ich habe es gerade gesucht, wie du es formuliert hast. Schön. Jeden Sonntag 20 Uhr auf Radio Lotte. Wer sich spoilern lassen will, der hört es 12 Uhr schon im Internet, aber das... Auf YouTube. Wisst ihr natürlich nicht. Nein. Wir tun mal so, als wären wir gerade eine Live-Sendung. Aber egal, wir labern schon viel zu viel, ohne wirklich was gesagt zu haben. Liebe Leute, es gab wirklich reichhaltig Themen diese Woche. Es gab nicht das eine Shooting, da hast du recht. Gut, es gab vielleicht hier und da Influencer-Shooting, kommen wir später dazu. Aha. Nicht wie du jetzt hoffenden Blickes denkst, dass es, dass es Tote gab in der Medienbranche. Nein, aber ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, gibt es vielleicht die ein oder andere Lokalnews, die vielleicht auch unsere Internethörer interessiert. Denn hier in Weimar ist etwas ganz Großes entstanden. Ein Burger King. Nein, das meine ich nicht. Die haben da so einen Klotz hingestellt bei der Weimar Halle und davor einen richtig schönen Platz zum Skaten hingemacht. Aber bleibt ja auch so, ist die Frage. Weiß ich nicht. Wir reden vom Bauhausmuseum für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, um das was es geht. Das neue Bauhausmuseum. Das neue Bauhausmuseum. Da haben sie die vom Alpenmuseum ganz eiskalt die Buchstaben abgekratzt von der Fassade. Denn jetzt existiert nur noch das neue Bauhausmuseum. Mhm. Und da war nämlich in der letzten Woche eine große Eröffnungsfeier. Ja. Ich war dort, ich war vor Ort mit meinen Parteigenossen und wir standen da mit Bauhelm und haben die Leute so ein bisschen gefragt, ob sie sich denn sicher fühlen, wenn hier noch gebaut wird, jetzt schon da reinzugehen. Und ich habe viele Sachen mitbekommen und viele Sachen gehört. Der Boden sei wohl sehr glatt. Die eine Treppe wäre sehr, sehr steil und sehr, sehr groß. Eine Treppe, die ich gesehen habe, war keine Treppe, sondern eine Rampe. Aber auch da dachte ich, ist nett, dass man an die Skater mitdenkt. Ja. Wir haben auch versucht reinzukommen mit dem Bauhelm, aber wir wurden nicht reingelassen. Das waren ja nur für, erst durften nur Schüler rein, Schüler von irgendwelchen Gymnasien und Schulen. Und danach durften die wichtigen Leute rein, wo wir uns eingegliedert haben quasi. Und da wurden wir aber am Eingang bereits nach draußen wieder geführt. Muss Leider. Man vielleicht auch erklären für die Leute, die jetzt keinen Bezug zum Bauhaus haben. Ihr solltet wissen, es ist das Jahr des Bauhauses. Das ist eine große Jahre, Nummer. Oder? 100 Jahre Bauhaus. Ich weiß gar nicht, wie steht die AfD zum Bauhaus? Oh, eine gute Frage. Mhm. Ich weiß nur, dass das Bauhaus sich immer rausgehalten hat aus politischen Angelegenheiten. Mhm. Dass Walter Gropius seine Studenten und Studentinnen damals herausgefordert hat und sagte, wir dürfen uns politisch nicht äußern, wer weiß, wie die Geschichte endet, ob jetzt die Nazis oder jetzt die Kommunisten irgendwie in die Macht kommen. Lass uns mal Kunst machen. Das weiß ich, aber... Dazu kommen wir gleich noch, denn es gibt noch ein anderes brisantes Thema innerhalb der Stadt. Wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, hat das auch mitbekommen, dass ich innerhalb der letzten Woche eine Art Doku gemacht habe über ein anderes Gebäude in der Stadt, wo es jetzt auch nochmal interessant wird. Komme ich gleich dazu, aber ganz kurz will ich nochmal ein klein wenig piesacken, was das Bauhausmuseum angeht. Mhm. Für mich ist das natürlich nicht so relevant, weil für mich bekommt der Begriff Scham und so und Peinlichkeit einfach nicht so viel Bedeutung wie für andere. Du hast aber, keine Scham, ja. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass für so eine Stadt, das ganz schön peinlich ist, ein Gebäude zu eröffnen, das weit davon entfernt ist, fertig zu sein. Und genau das war nämlich das Szenario am vergangenen Wochenende. Das war wundervoll. Mhm.
Und da gab es große Festivität. Ich habe das natürlich auch genutzt, um meinen kleinen Schabernack zu treiben. Die Videos wird man demnächst irgendwo auf Nosferatu TV finden. Und da war auch auf der Bühne eine kleine Bühnenshow. Und da waren so ein paar Künstler, die ich etwas fragwürdig fand. Zum einen war Yoko Ono da. Das war so eine nette kleine... Hast du die auch gesehen? Die hat mir so... Aber hast du mir gezeigt. Wie Yoko Ono so... Das ist dann der Gesang, der da performt wurde. Die Leute, die hier ins Studio reingucken, wundern sich schon, was hier drin gerade abgeht. Und Avantgarde heißt das, Avantgarde-Kunst. Ja, das ist ganz groß. Ja, und dann noch diese anderen Leute, die dafür bekannt sind, dass sie sich anziehen. Die Rede ist nicht von Cosplayern, sondern von, ich weiß gar nicht, ich will die jetzt hier auch gar nicht namentlich erwähnen. Ich hatte mal so ein nettes Vergnügen, als eine Filmpremiere von mir stattfand. Da waren die quasi für das Kellnern zuständig und das war ganz seltsam. Ach, du meinst diese Parade, die da gelaufen ist? Ja, wenn man sich das L.A. Noir in Real Life Video von Nosferatu TV anschaut, dann sieht man diese netten Leute auch, wie sie durch die Stadt laufen und halt angezogen sind auf eine seltsame auf eine Art. Bauhausartige Art. Ja. Mit irgendwelchen Klötzen ja, auf das dem Kopf. Ja, das so. Machen sie ja immer. Also das Markenzeichen von den Leuten ist, wir ziehen uns an. Komisch. Und dann gucken sich das Leute an und denken, oh, guckt mal, die sind komisch angezogen. Die würde ich lieber ausziehen. Ja, nee. Aber gut, wenn man den Herodes hören will, wie er darüber ein bisschen herzieht, dann kann man auch alte Podcast-Folgen schauen, denn da war das ganz witzig. Aber egal, genug in eigener Sache, aber oder? Aber Bauhaus, doch, wir kamen gerade an und auf einmal platzte ein Wasserschlauch auf dem Baugelände. Hm, gefährlich. Eine Fontäne stieß auf und das habe ich natürlich gefilmt und gepostet. Baupfusch am Bauhausmuseum in Weimar, Herr Kleine, wo was sind Sie? Was sagen und Sie er dazu? War nicht da. Und das zweite war, eine halbe Stunde später, ist dann irgendein Bauarbeiter mit seinem kleinen Wegelchen von der Laterne gefahren. Also es war alles ein bisschen, das ist so ein bisschen, ich war eine halbe Stunde dort und gleich zwei solcher großen Pannen. Ich dachte, oh fuck. Das hört sich ja fast an wie die erste halbe Stunde von mir in Amsterdam, da ging es auch ähnlich zu. Wundervoll. Also, großartiges Bauhausmuseum, könnt ihr euch angucken oder es auch sein lassen, denn es gibt noch ein anderes Gebäude, was vielleicht viel relevanter ist für die Bauhausgeschichte und ein bisschen untergegangen ist. Und das ist nämlich das Friedrich-Schiller-Gymnasium, auf dem ich auch war, Zeit meiner Jugend. Und da wurden einige Entdeckungen gemacht, was die Fensterfassaden angeht. Und jetzt geht die ganze Sache noch weiter. Es gibt eine Spendenaktion. Auch hier möchte ich einfach mal die Bühne nutzen, das vielleicht ein bisschen ins Rampenlicht zu schieben. Wenn ihr lokal seid, geht doch mal vorbei und schaut, ob ihr da auch mitmachen könnt. Es ist der Gedanke, dass unter der Schule ein sehr kleiner Keller ist. Und das ist ein bisschen fragwürdig. Man hat auch schon die Wände etwas durchsucht und Treppen gefunden, die zugemauert waren und so. Und jetzt vermutet man, dass da vielleicht noch mehr ist. Möchte eine Bodenuntersuchung machen und dafür sammelt man Spenden. Alles, was über das Spendenziel hinausgeht, wird an das Kinderhospiz in Tambach-Dietarz, Tondorf, ich weiß nicht, irgendein Dorf gegeben. Tambach-Dietarz. Ja, genau. Und das ist alles eine sehr schöne Sache. Also wer das unterstützen will, kann das gerne tun. Vielleicht findet man ja auch noch die ein oder andere Überraschung unter diesem Gebäude des neuen Bauens, was bis jetzt in Weimar etwas untergegangen ist. Meine Vermutung ist ja das Bernsteinzimmer. Ja? Ja. Nee, ich glaube, man findet da den Privatfitnessraum von Herrn Kleine. Aber ich frage einfach mal, Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Gut. Ja, er sagt gar nichts dazu, ne? Nee, der sagt dazu nicht wirklich was. Deswegen sprechen wir Sie doch mal direkt an. Aber egal, Leute. Ihr wollt doch hier Internet-News hören. Und es brannte richtig krass. Es brannte richtig. Ich konnte es gar nicht so mitkriegen. Ja, du warst ja offline. Ich war offline. Oh. 4 Tage ohne Internet in der YouTuber-WG. Alter Schwede, ich kann dir sagen, ne, mein Herz hat ein paar Mal ausgesetzt. Also wirklich, wenn ich was so gedacht habe. Was hast du gemacht in der Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ich war kurz davor, ein Buch zu lesen und dachte, nee, Alter, so verzweifelt bist du nicht. Nee. Dann bin ich ein bisschen an die Natur gegangen, weil es war ja zum Glück schönes Wetter. Hab natürlich ein bisschen gefilmt und so. Ich hatte ja etwas Internet noch auf dem Telefon, also war ich nicht ganz klinisch tot. Aber es war schon eine harte Zeit. Es war nah dran, ne? Es war eine harte Zeit. Und warum? Einfach nur, weil wir vergessen haben, dass der Vertrag ausläuft. Weil der lief noch über unsere Mitbewohnerin, die ja nach Leipzig gezogen ist. Und dann saßen wir auf dem Trockenen. Ich dachte, es läuft so automatisch weiter einfach, wie so ein Handyvertrag. Nee, sie hat das ja gekündigt, aber wie wir halt sind, so Hänger, ne? Ja. Ich habe die Zeit aber effektiv genutzt und bin auf TikTok jetzt groß durchgestartet. Da kann ich ja jetzt immer so ein wöchentliches Update geben. Das ist echt interessant. Wie viele Follower hast du bis jetzt? Pass auf, ich habe angefangen vor, ich sag mal, 48, 50, 60 Stunden maximal, also wirklich aktiv zu posten. Als ich damit angefangen hatte, hatte ich 50 Follower. Jetzt habe ich schon 650. Oh. Ja.
Also das ist schon nicht schlecht. Also ich kenne die Relation nicht. Ich weiß nicht, was man da so hat als Influencer. Naja, es geht ja um in dieser kurzen Zeit so. Hm. Nochmal als Erklärung, wir hatten die Plattform TikTok ja jetzt schon in den vergangenen Folgen, aber vielleicht haben das ein paar Leute nicht gehört. Dann nochmal als Erklärung, TikTok ist so eine Plattform, wo kleine Mädels ihren Arsch zeigen können. Was eine witzige Anekdote dazu ist, weil das ist völlig okay da, wenn da kleine Mädels, natürlich nicht ihren nackten Arsch, liebe Leute, fahrt eure Mistgabel wieder ein. Es ist nah dran. Ja. Sie halten, ich habe es ja erklärt, sie halten ihre Klamotten so dicht an den Körper, dass man die Konturen sehr gut sieht. Mhm. Und es sind vorwiegend sehr junge Menschen, die das tun. Und das ist darum absolut erlaubt. Aber wenn ich aber das dann, machst du nicht. Ne, das mache ich nicht. Wenn ich dann aber meine Videos so hochlade, wo dann jemand kurz mal erschreckt wird, sage ich, das wird sofort gelöscht. Das verstößt dann gegen die Community-Richtlinien, weil jemanden einzuschüchtern, das ist das Einzige, was. Ach, du meinst da diese ganz tollen Videos, die so ganz leise anfangen und auf einmal kommt einfach so ein Schocker. Nee. Da habe ich Red Dead Redemption Real Life gemacht und bin aus einer Ecke hervorgesprungen, habe so eine Kolonne von Rentnern ein bisschen erschreckt, aber die haben sich ja gefreut. Ja, man sieht ja auch im Video, dass sie sich freuen und das lustig finden und so, wie ich da als Sheriff, als Cowboy vor denen stehe. Aber das ging zu weit. Ja? Kleine 12-jährige Kinderärsche, völlig okay. Aber das, da hört der Spaß auf. Wirklich. So. Aber dann das kann ich mal kurz. Schlechten Einfluss. Also kurzes Update. Ich glaube, ich habe so 637 Follower oder so jetzt. Dann treffen wir uns nächste Woche ja wieder und dann kann ich mal ein Update geben, ob meine Karriere mittlerweile richtig durchgestartet ist. Ich tippe auf 800 wirst du haben. 800 sagst du. Ja, ich habe richtig geschätzt, es sind exakt 637. Dann schauen wir mal, was nächste Woche so geht. Aber es kann ja sein, wenn es einmal läuft, dann hast du jede Woche irgendwie 100 und 100 mehr. Kann das schon sein. Ich bin sehr gespannt. Weil das ist wie bei den Frauen. Ich habe auch TikTok, aber ich habe nie was hochgeladen. Ja. Hat es mir immer vorgenommen, aber ich bin dafür nicht geeignet. Ich bin dafür nicht sexy genug. Ja, das Ding ist ja, ich habe einfach keinen Aufwand dafür. Ich habe 10 Jahre Videomaterial. Das Geile ist, ein Video auf YouTube, das sind ja mindestens 8 Videos auf TikTok, wenn ich das so in 15 Sekunden Clips schneide. Ja, stimmt. Nur die besten 10. Ja. Geil, es ist genial. Es ist ein geniales Geschäftsmodell. Oder umgekehrt, dass du irgendwie 10 Vines zusammenpackst zu einem YouTube-Video, dann auch mal richtig Klicks rausholst. Das stimmt. Best of Nosferatu TikToks 2019. Zack, hast noch mal 1 Million. Nice. Also ich halte euch auf dem Laufenden, liebe Leute und Rentner. Eine letzte Sache noch in eigener Sache. Ich habe The Dirt gesehen. Eine Doku, nein, nicht Doku, es ist ein Biopic. The Dirt, ja. Geht um Motley Crue, so eine 80er Jahre Glamrock, Hardrock Band. Ich habe gehört, dass in den, Sex, in Drugs and Rock'n'Roll. Dass sie in dieser Doku nicht einmal zeigen, wie sie Musik machen. Das sagen viele, aber das ist Quatsch eigentlich. Also man sieht auf jeden Fall Live-Mitschnitte, also nicht echte, aber Live-Mitschnitte und auch Bandprobe sieht man auch. Also man sieht die schon Musik machen. Mhm. Aber darum geht es nicht. Die kleine Anekdote dazu, also könnt ihr euch den Film auf jeden Fall angucken, ist ein großer Spaß. Aber die kleine Anekdote ist, dass ich den perfekt dann beendet habe, so 5 Minuten bevor ich los musste auf eine 90er-Party. Mhm. Und da guckst du diese 80er Jahre, so was schon eigentlich Hardrock ist, ja, guckst du so an, feierst du ab, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und dann gehst du in die Party rein und hörst Barbie Girl. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause von den 90er Jahren. Das ist meine Konklusion der ganzen Sache. Wo kann man denn diese tolle Doku sehen? Auf Netflix. Oh, toll. Na, schau, wie gesagt, gerade die Gotham-Staffel, die vierte. Aber ich bin meinem Bruder vorhin im Zug begegnet, meinem kleinen Bruder. Er sagte mir, dass Prince Harry Fortnite verbieten wollte. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, er sagte nämlich... Ist ja noch relevant. Das ist die Frage, warum gibt es in einer Demokratie noch ein Königshaus? Ja, die haben ja nicht viel zu sagen, oder? Was sagt die Queen zu Brexit? Ich weiß es nicht. Eben, zu Brexit kommen wir ja auch später noch. Also ich weiß nicht, ob du da was hast, aber... Aber ich verstehe halt nicht, wozu es das gibt. Sie haben offenbar nur noch eine repräsentative Funktion. Also es ist jetzt schon wieder 10 Jahre her, dass ich in der Schule war, ja? Oder so ungefähr. Plus, minus 5, 6 Jahre. Plus, minus 10, ja. Nein, aber soweit ich weiß, meinte meine Lehrerin damals, dass die Queen trotzdem noch so ein Notfallding hat, dass sie theoretisch in Zeiten der Krise theoretisch die komplette Macht in Anführungsstrichen an sich reißen könnte, um dann möglichst schnelle Entscheidungen treffen zu können. Weißt du wie? Aha, so ein Backup. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist. Halbwissen, ne? Ein wie Backup-Diktator immer. Quasi. Genau, exakt. Wir bräuchten auch so ein Backup-Hitler. Ja. Hör ich jetzt viele Leute rufen. Das stimmt. Jedenfalls sagte er, dass dieses Spiel Fortnite, das ist quasi ein Spiel, wo man auf Leute schießt, liebe Rednerinnen und Redner. Das ist ein Spiel, wo man auf Leute schießt und da dürfen ganz viele mitmachen, aber man hat nur ein Leben. Wenn man raus ist, ist man raus. Das ist wie das echte Leben. Das ist wie, wenn ihr eure Pillen nicht nehmt, dann seid ihr ganz schnell weg. Mit dem Unterschied, dass die Leute dann das Spiel neu starten können. Ah, aber okay, ist egal. Mist. Ich habe es auch noch nie gespielt, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sagte er, dass dieses Spiel nur den Sinn hat, Jugendliche und Kinder so lange wie möglich am Rechner zu kleben. Ja. Und das wäre wohl schlimmer als jede Sucht von Alkohol oder Drogen.
Und ja, aber das ist ja bei jedem Spiel so. Man soll lieber menschlich interagieren, ist ja seine Ansicht. Das wird ja da wird ja menschlich interagiert. Da heißt es ja immer, fick deine Mutter, ich kill dein Leben und was man da, ja, du Hurensohn. Also da gibt es ja schon sozialen Austausch, das kann man nicht sagen. Fall. Auch nochmal zusammengefasst, Fortnite hat ungefähr die gleiche Zielgruppe wie TikTok, 12-Jährige. Aber da ist auch immer meine Devise gewesen, ich hole mir nicht Fortnite, wenn ich kleine Kinder wegballern will, sondern einen Van und mach das einfach nicht. Ja. Also fand ich sehr erschreckend, ich weiß nicht. Also erst dachte ich mir, wie kann man sich sowas rausnehmen, ja, als was ist denn der Prinz wahrscheinlich, Prinz Harry dementsprechend, ja. Der Name ist Programm, meinst du? Ich denke auch, so ein Zufall. Und ich denke mir, was soll das denn, ja. Also, aber auf der anderen Seite hat er auch irgendwie recht, aber ein Verbot bringt es ja auch nicht. Vielleicht hätte er ja sagen sollen, liebe Kinder, ich bin für ein Verbot von lieben Kindern. Wenn die 12-Jährigen verboten sind, ist Fortnite auch direkt pleite. Nein, aber einen anderen Umgang vermitteln in der Schule. Ja, das kann man ja fordern, ne? Aber nicht ein Verbot. Da kommt der Monarch in ihm nämlich raus. Medienkompetenz. Ich habe noch eine kleine Sache eigentlich hier in organisatorischer Meta-Kommentarebene gehabt, ja, dass ich so dachte, hey, vielleicht sollen wir doch mal vorher die Themen, aber jetzt bist du natürlich schon mit Prinz Harry direkt also hier reingekrätscht. Ja, das war so die Themen, weißt du, irgendwie sowas. Ja. Und dann geht's los, damit die Leute einfach ein bisschen gehuckt sind, weil es gab nämlich richtig was. Ja, ich gebe einfach nur mal euch so 5 Randdaten, es gibt natürlich noch mehr Themen als nur diese 5. Also ich habe zum Beispiel was zu Monsanto. Nicht nette Leute, kommen wir gleich zu. Julian Assange. Ja, großes ja, Thema. Ganz großes groß, Thema. Ja. Und Luca will kostenlos feiern. Ja, habe ich auch. Da kommt Kraft da. Und Nudleaks deiner Mutter, das erste Bild eines schwarzen Lochs. Oh, ich dachte erst, in welche Richtung geht das denn jetzt? Aber ja, gut. Nein. Passt aber auch, weil das ja von einer Frau geschossen worden ist, worauf wir jetzt viele großen Wert legen. Das war eine Frau und das hat man in den Medien nicht aufgegriffen. Okay. Das Bild an sich, aber ja. Gut, da würde ich sagen, da waren insgesamt vielleicht ein paar mehr Leute dran beteiligt. Ja, aber sie war wohl irgendwie der Kopf des Ganzen und hat wohl aktiv dafür gesorgt, dass es passiert. Okay. Ich weiß es doch auch nicht, ich habe auch nur. Wollen wir über das schwarze Loch reden oder wie? Gerne, das schwarze Löcher. Das haben die Leute an den Empfangsbolzen zu Hause vielleicht gar nicht mitbekommen, denn irgendwie ist das gar nicht, also wissenschaftlich gesehen ist das eine Riesensache, aber so sozial ist das nicht wirklich, ist nicht viel stattgefunden. Im Internet hat man natürlich viel und da gibt es ja auch die ersten Memes so. Es gibt da diesen, kennst du Goatsy? Das ist so ein ganz altes Bild von einem Mann, der seinen After so weit trainiert hat, dass da ganz viel reinpasst. Ja. Und da gibt es so dieses eine ikonische Bild, wie er das in die Kamera ganz weit aufreißt. Das wurde jetzt durch dieses schwarze Loch ersetzt. Ich habe ein Bild gesehen, wo rangezoomt wird in das schwarze Loch, da ganz viele Socken drin liegen. Socken? Ja. Ah, da sind die also hin. Ja, genau. So, okay, also so die harmlosen Memes. Nochmal kurz als Erklärung, vielleicht haben die Leute ja sowas wie Interstellar gesehen. Da gibt es tatsächlich ein Bild, was so ähnlich aussieht wie das jetzt veröffentlichte. Eigentlich sieht es aus wie so ein, wenn man eine Kaffeetasse irgendwo hinstellt. Also so ein Kaffeeabsatz, ne? So, nur dass halt in der Mitte schwarz ist und das Außen ist so sonnenmäßig so leuchtet. So. Man kennt halt viele Modelle so von schwarzen Löchern. Die Theorie gab es natürlich schon lange. Die Leute wussten quasi, wie es aussehen muss. Und tatsächlich sieht es auch genauso aus. Ja. Ist sehr interessant. Hat auf jeden Fall großes Meme-Potenzial. Habe ich schon sehr lustige Sachen gesehen. Aber ja, also wie so gesagt, gesellschaftlich. Muss man sich erstmal vorstellen, was ein schwarzes Loch eigentlich ist. Man denkt sich erstmal, okay, da ist ein Loch. Aber es ist ja, wenn du davor stehen würdest, wäre das ja eine Kugel, die aber ein Loch ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein 3D-Loch quasi, ein Kugelloch. Das ist nicht so wie an der Wand ein Loch, sondern es ist ja so ein. Bist du da wissenschaftlich sehr bewandert? Natürlich. Ansonsten ist es nämlich auch witzig, wenn wir versuchen, das jetzt mit unserem Halbwissen mal zu definieren. Nee, ich habe halt meinen Doktor in paranormaler Psychologie. Okay. Aber nicht in schwarzen Löchern. Aber ich habe mich befasst mit durch N24, durch die tollen Dokus, die es da gab. Ah, okay. Deswegen weiß ich, dass es halt so 3D-Löcher sind. Die Frage im 21. Jahrhundert ist ja, ist der Begriff schwarzes Loch rassistisch? Ich denke schon. Okay. Im Zweifel immer. Dann lass uns das lieber nicht sagen. Hochpigmentiertes Loch. Aber die Frage ist, kann man klingt Loch so falsch? Kann man das schwarze Loch auch penetrieren, ist meine Frage. Das gilt es rauszufinden, ne? Ja. Das ist auch mein Gedanke, wenn es ja Außerirdische gibt. Also es würde in realistischen Szenarien, würde es wirklich so aussehen, der erste Mensch versucht einfach so ein Alien klarzumachen. Das ist das Erste, was passiert. Nicht irgendwie Kontaktaufnahme, Krieg oder sonst nachdem, was, sondern einfach aussehen. Bumsen. Je nachdem, wie geil die aussehen. Egal, einfach bumsen.
Ach nee, wenn ihr doch so Chabadahat-mäßig aussehen, dann würde ich auch nicht da drauf wollen. Ja, du, aber also das Internet, Leute, wir sind aus dem Internet, fürs Internet, mit dem Internet. Wenn das Internet mir eins gelehrt hat, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt auf der Welt für jeden Fetisch was. Ja, ja, an sich für die Memes würde ich auch vielleicht sagen, ich würde... Ich bumse Aliens für die Memes. Wenn ich jetzt auf Tinder wäre, ja, ich hätte mein Suchradius auf Sonnensystem eingestellt und ich würde da so richtig... richtig geiles Alien schickt oder was auch immer sehen, würde ich auch nach rechts swipen. Einfach um der erste Mensch zu sein, der mit so einem Alien schläft. Doch schon. Die Amerikaner würden sofort kommen, eine Fahne reinstecken wollen. Ja. Würde ich auch machen. Ich hätte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil du weißt ja nicht, wie die kopulieren. Ja, ist ja egal. Es gibt auch Tiere, die werfen ihren Penis ab. Ist egal, es sind alles Erfahrungen, Erfahrungswerte. Dann die letzte Erfahrung. Erweitert den Horizont. Die letzte sexuelle Erfahrung mit Aliens. Ja. Schreiben Sie uns, liebe Leute, wenn Sie bereits sexuelle Erfahrungen mit Außerirdischen gemacht haben, schreiben Sie uns bitte. Wir haben immer noch keinen hasserfüllten Leserbrief bekommen. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Er bekommt bestimmt Tausende jeden Tag. Ist tatsächlich so. Die Grüne hat jetzt offiziell nachgefragt, wie viele... E-Mails oder Briefe er bekommt und in welchem Zeitraum die für gewöhnlich beantwortet werden und warum die nicht sehr schnell beantwortet werden und so. Das ist so ein Pamphlet von 10 Fragen oder so. Habe ich gesehen, naja, Kleine ist da gerade im Schussfeuer. Ja, ja. Was sagen Sie dazu, Herr Kleine? Er bekommt von allen Seiten tatsächlich richtig eine auf den Deckel. Politisches Bukake. Ja, quasi. Ich weiß nicht. Zum Teil auch zu Recht. Okay. Muss man sagen. Oder naja, was sagen Sie, Herr Kleine? Ich enthalte mich da jetzt. Ich spreche da nicht drüber. Oh, außer bin die Schweiz, ich bin unpolitisch. Herr Kleine, die Schweiz hat hier ein drittes Mikrofon. Wir laden Sie gerne ein, aber bitte kommen Sie nicht. Genau. Das müssen wir dazu sagen, weil sonst ist ja peinlich, dass Sie nicht sonst in unsere Sendung kommen. Ja, sonst kommt er ja wirklich. Ja. Aber lass noch mal ein bisschen über YouTube reden. Ja, Luca, der Mann der schwarzen Pizza. Konkrafter. Genau, Konkrafter, habe ich schon wieder vergessen. Luca, er heißt ja jetzt nur noch Luca. Ja, mega peinlich. Also, liebe Leute, es gibt da einen YouTuber, das ist ein Mensch, der auf YouTube Videos ins Netz stellt und das können sich andere angucken und der ist ganz erfolgreich mit, was macht er eigentlich? Er hat mal Let's Plays gemacht. Er hat Spiele gespielt, genau. Spiele, aber jetzt macht er das gar nicht mehr, ne? Jetzt macht er wahrscheinlich auch so Lifestyle-Zeug oder sich in Clubs reinschleusen, keine Ahnung. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja. Der Luca wollte sich gratis in einen Club reinschleusen. Er sagt das natürlich so, es ist ein Geben und Nehmen, ne? So. Mit Frauen im Schlepptauben, die so beeindrucken, ja komm hier, mach Gästeliste, dafür mache ich auch ein Posting für dich. Ja, das war die Geschichte, ich mache Werbung für euch, dafür komme ich kostenlos rein. Gut, und dann hat der Clubbesitzer oder der Vertreter, mit dem er da geschrieben hat, gesagt, der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Bumm. Bumm, und da war er aber sowas von getriggert. Ja. Dieser Mic Drop hat ihn direkt ins Gesicht erwischt und hat dann natürlich direkt ein 14-minütiges Anti-Video gemacht, wie arrogant dieser Ladenbesitzer doch ist. Wie doof muss man sein, ja, das ist schon peinlich genug, wenn das rauskommt. Ja, aber dann noch sich in die Öffentlichkeit zu stellen und das, ach, weiß ich nicht, das breitzutreten. Ich hätte es einfach wahrscheinlich versucht zu vergessen, weil du merkst doch, du bist ein reicher YouTuber, ja, du bist Influencer, du hast Geld in den Hosentaschen. Du könntest ganz entspannt den Eintritt dir leisten und kannst da deine Mädels auch mit einladen. Wozu musst du denn deine Millionen Follower nutzen, um überall kostenlos reinzukommen? Außer an Frauen. Verstehe ich nicht. Beantworte ich dir gleich. Kurze Zwischenfrage, liebe Leute. Habt ihr schon mal gehört, wie jemand live im Radio trinkt? Das war der schöne Bourbon, ne? Ja. Nee, das ist nämlich ein gutes Stichwort. Der gute Konkrafter hat ja auch eine Flasche sich erwünscht. Und da überlege ich mir, ich bin ja so ein Sparfuchs. Freigetränke, ne? Freigetränke. Ich bin so ein Sparfuchs. Und wenn dann der Konkrafter daherkommt und sagt, so eine 150-Euro-Flasche, da flattert mir die Vorhaut weg, wenn ich das höre. Ja. Also wirklich, wer zur Hölle? Was sind das für Leute, die für 150 Euro eine Flasche bestellen? Champagner, meinst du? Also nur weil man reich ist, ja, muss man doch nicht plötzlich so teures Zeug kaufen. Das habe ich gesehen bei Bibi, dass sie sich ein Eis gekauft hat mit Blattgold obendrauf für 400 Euro. Das finde ich ernsthaft ein bisschen übertrieben, ja. Wann war das? Das ist auch letzte Woche passiert? Ich habe es gesehen bei Worldwide Wohnzimmer, bei den größten YouTuber-Protzereien, die es bisher gab. Und ich weiß nicht, was die Leute reitet, das zu tun. Natürlich haben sie es jetzt in einem Video verpackt so und es war alles, ja, aber... Sie haben zu viel Geld, glaube ich. Es ist ja nicht das erste Mal passiert. Also es gab auch schon in der vergangenen Zeit so Events, wo eine Influencerin, so eine typische Instagram, ne, so Instagram, digitales Fotoalbum, hatten wir schon erklärt. Die wollte auch bei Dubai in ein Hotel kostenlos rein. Ja. Hast du auch mitbekommen? Ah, ja. Und dann wurde sie rausgeschmissen. Ja. Ich finde das unverschämt. Ja, die haben schon genug Geld. Na, das Ding ist, die sollen uns armen Leute mal kostenlos in so ein Bordell lassen. Ja.
Das Ding ist, du kannst ja das anfragen, da ist ja erstmal nichts Verwerfliches dran, aber dieses dann hinterher ein Fass aufzumachen, weil die dein Angebot nicht angenommen haben, das ist ja richtig, richtig also schlecht. Für Luca aka Concrafter gibt es hier mit den Fail der Woche, finde ich. Nicht der virale Hitler, weil so präsent war das Thema für mich jetzt nicht. Nee, auch nicht. Es war auch nicht ganz so schlimm wie Hitler. Es kommt nah dran, aber ich finde, Hitler hat schon noch schlimmere Sachen verbrochen. Eigentlich aber, der Luca ist halt auch für die schwarze Pizza verantwortlich von letztem Jahr, wo dann Plastiksplitter das drin waren. Das wäre ein viraler Hitler gewesen. Genau. Mit Plastikteilen drin, genau. Die Pizza sah nämlich sehr verbrannt aus. Pizza Plastik. Ja, gut, das war aber letztes Jahr, da wollen wir nicht drüber reden, wir wollen über dieses Jahr reden. Aber apropos, da fliegt ja die Vorhaut weg. Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass die Juden auf den Mond wollen. Was? Ja, Israel möchte jetzt die vierte Großmacht werden und hat versucht, sie haben es gemacht eigentlich, eine Mondsonde zum Mond zu schicken, wohin auch sonst. Und dieser aber zerschellt leider. Okay. Die wollten nach Russland, USA und China die vierten sein. Und der Flug war erfolgreich, auch die Zwischenmission, die Sonde machen musste, unbemannt. Aber dann ist sie halt gelandet und ist völlig zerschellt. Auf dem Mond zerschellt? Ja. Okay. Ja, schade. Ja, also da fällt mir jetzt auch nichts Geschmackloses zu ein. Naja, Juden auf dem Mond, weiß ich nicht. Naja, es gibt ja Eye and Sky. Ach so. Wo heißt, dass hinter Mond irgendwie auf der Schattenseite des Mondes. Dann war es vielleicht kein Zufall, wenn es wirklich Nazis auf dem Mond gibt, also auf der schwarzen Seite des Mondes. Weißt du, die haben Sehnsucht. Oh Gott. Ist das finster. Okay. Ja, bleiben Sie dem Mond fern, liebe Israelis. Ja, nee, aber von mir aus kann jeder auf den Mond, aber das Ding ist, dann versuch doch lieber Richtung Mars. Also der Mond, der gibt nichts her, ich oder? Ich wollte auch gerade sagen, da sind sie sicher vor den Nazis. Auf dem Mars ist ja auch mittlerweile irgendwie bestätigt, dass zumindest mal Wasser vorkam und vielleicht innerhalb noch Wasser ist. Da und macht auch, das vielleicht mehr Sinn. Auch die vierte Nation auf dem Mond, wie langweilig ist das denn? Ja, die erste Nation auf dem Mars wäre es gewesen. Wobei, da gibt es ja auch schon eine Marssonde. Jupiter. Ja, einfach mal. In die Sonne. Jetzt sind wir schon wieder in der Galaxie gelandet. Das ist stimmt. Schön. Ich muss sagen, ich habe als Kind aber so viel Star Wars und so gesehen, ich bin etwas übersättigt, was das Ganze angeht. Also dieses ganze Abgespacete, das catcht mich nicht so sehr. Ja doch, so reale Dokus schon. Also Star Trek oder Star Wars haben mich nie gereizt. Ja. Ich habe keine Folge Star Wars. Doch, ich habe einen Film habe ich gesehen. Folge Star Wars. Ja, also eine Episode. Du Sünder. Eine Episode. Ja. Und ich dachte mir, nachdem Leonard Nimoy gestorben ist, sollte ich doch mal bei Star Wars reinschauen. Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt. Und war aber langweilig. Am Ende ist irgendwie einer gestorben. Und wer ist gestorben? Leonard, die was? Am Ende ist irgendwer gestorben, keine Ahnung. Nee, davor, irgendein Schauspieler ist gestorben, oder was hast du gesagt? Ach, Leonard Nimoy ist gestorben. Wer ist das denn? Das ist der Spock-Darsteller. Ah. Ja. Ach so. Da hast du jetzt die Leute veräppelt. Das sollte jetzt so ein kleiner Hintertür-Gag sein. Okay. Und ich dachte, ich könnte ein schlechtes Wortspiel mit D-Moll oder so, weil jemand. Ich habe den Namen nicht verstanden, aber weil jemand gestorben ist. Limoy, weiß ich nicht. Herr Kleine, was sagen Sie? Lenoy oder Limoy? Lass dann lieber zu positiveren Sachen kommen. Es gibt nämlich noch einen kleinen Nachtrag. Vor zwei Episoden Brennpunkt Internet haben wir berichtet über. Hier einen Herrn Hassanal. Ja. Und da gab es auch eigentlich in der letzten Woche schon eine News, die haben wir dann zeitlich nicht mehr reingeschafft, weil dann die eine sehr begrenzte Stunde für unsere Sendezeit leider um war. Du meinst, dass sein Sohn homosexuell ist? Ist das angeblich? Bestätigt? Ja, ja. Also angeblich. Ich dachte, das hast du kurz erwähnt, aber ich dachte, das war nur so ein kleiner. Echt? Hast wieder so eine kleine Flachsrakete gezündet. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt erst frisch gewesen. Nee, aber darum ging es gar nicht, denn letzte Woche gab es diesen Protest von Schauspielern, zum Beispiel George Clooney und Elton John, die sich dann geweigert haben, Hotels von diesem Land, beziehungsweise die unter der, also nicht in dem Land, weil das ist sehr klein, da gibt es wahrscheinlich keine Hotels. Eh nicht hin, genau. Aber der Sultan ist ja sehr reich, hat auf der Welt so 5-Sterne-Hotels, so ganz große Dinger. Ja. Und da gab es so eine Protestbewegung von diversen Persönlichkeiten, die berühmt sind und meinten, da gehe ich nicht mehr hin. Wir haben ja auch festgestellt, dass wir unser ganzes Leben lang da schon erfolgreich Protest gegen machen. Richtig, richtig. Bevor es cool war. Ja, aber jetzt kam natürlich auch der Mob des Pöbels an. Und hat auch etwas geschafft, nämlich die Social-Media-Seiten von diesen ganzen Hotels sind jetzt offline genommen, weil die so krassen Backlash bekommen haben. Backlash ist Zurückwurf. Ja, also wirklich ganz viel hasserfüllte Nachrichten. Hey, da muss man natürlich sagen, die Hotels, die können nichts dafür, dass Dr. Hassanal anal hasst. Ja,
Aber ja, irgendwie muss man ja seiner Stimme Gehör verschaffen. Na, der ist auch der Besitzer davon, ne? Oder der leitet die, ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon eine Form des Protestes, die ich nachvollziehen kann. Aber inwiefern die jetzt tatsächlich was auswirkt, weiß ich nicht. Die Social-Media-Seiten sind offline, also es geht quasi nicht spurlos an denen vorbei. Das ist ja schon mal bestätigt. Hm. Ob das jetzt dieses Gesetz umwirft oder so, was da, ne? Darum ging es ja. Wie heißt denn das nochmal? Das haben wir gar nicht gesagt. Also er wollte ja, wir erwähnen es nochmal, obwohl wir es vor zwei Folgen schon gesagt haben, aber man kann ja nicht von allen verlangen, dass sie jede Woche wirklich intellektuelle Gute unterhalten. Schon. Doch, find ja. Schon. Stimmt. Also hol's nach. Nein, Dr. Hasanal Sultan, Dr. Sultan Hasanal hat ein Gesetz erlassen, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollen. Richtig. So. Und das findet natürlich die internationale Presse, Medienlandschaft und das Proletariat die nicht gut. Die finden das so sub. So halb sub. Gut, sag ja. Ich mal. So halb, naja, so halb gut. Mm. Eher so achtel gut. Wenn ich, überhaupt. Ja, ich stehe da auch nicht dahinter, muss ich sagen. Ja. Nicht komplett. Bei Dr. Hasanal sollte vielleicht mal jemand dahinter stehen. Vielleicht muss er sich diese Sache mal öffnen und dann denkt er vielleicht ganz anders drüber. Oder andere lustige Protestaktionen. Man könnte ja einfach ein Flugzeug über dieses Land schicken, was so Analplugs einfach abwirft oder so, solche Geschichten. Ja, oder Analplug geformte Raketen Richtung Brunei zum Beispiel, schießen. Zum Beispiel. Ja, ich nein, weiß nicht, ob der Protest, dieser Hotelprotest, ob der so zielführend ist, aber prinzipiell ist es doch okay. Es ist okay. Die Leute sagen natürlich auch, die armen Mitarbeiter jetzt, wo man natürlich auch sagen muss, vielleicht willst du für solche Leute gar nicht unbedingt arbeiten, um das quasi schon aktiv zu unterstützen. Ja, aber wenn du es halt nicht machst, macht es ein anderer, ist der brauchst halt einen Job. Es ist alles sehr ambivalent. Das denke ich mir auch so, deswegen jette ich jedes Wochenende innerhalb von Deutschland mit dem Flugzeug umher. Ja, also man muss mal. Auch nicht immer zu allem eine ganz festgelegte Meinung haben. Ich finde, man kann das beobachten und man kann das ein bisschen bewerten. Ich finde, dass es eine gute, also ein guter Gedanke ist so und man macht auch aufmerksam damit mit der Aktion. Ich glaube auch, dass George Clooney das ja auch öffentlich mitgeteilt hat, ja, dass er das macht. Und das schlägt ja auch Wellen. Also finde ich in Ordnung. Wir werden es weiter beobachten und vielleicht können wir in ein, zwei Wochen sagen, Dr. Hasanal hat jetzt zurückgerudert und sagt jetzt, homosexueller Sex ist dann doch ganz okay. Dann heißt oder der, zumindest geduldet. Dann heißt der Liebanal. Ja, das wäre eine schöne Beendigung für diese Geschichte. Es wäre ein rundes Ding, so wie das schwarze noch, Loch. Es gibt noch ein ganz großes Thema, was das Internet betrifft, auch Sie, liebe Leute, in Zukunft. Aber erstmal betrifft es nur die Österreicher, denn es wurde jetzt ein Gesetz gegen Hasspostings erlassen. Dr. Hasanal-Postings? Richtig, Dr. Hasanal darf nicht mehr Hasspostings machen. Okay. Und zwar ab 2020 sollen nämlich Plattformen, die mehr als 100.000 User haben, dafür sorgen, dass Menschen sich entweder mit ihrem Klarnamen registrieren oder die Behörden zumindest Zugriff bekommen auf die Klarnamen von den Leuten. Aber das ist erstmal Österreich hier. Erstmal nur Österreich. Ja, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es betrifft ja auch nur Plattformen über 100.000, also die kleinen Nazi-Formen dürfen weitermachen. Okay. So diese AfD-Gruppen und so, aber aber Facebook und Twitter und so müssen da vielleicht nachziehen. Und das kann auch dazu führen, dass die großen Plattformen keinen Bock mehr haben, Europa zu bedienen. Das war ja auch bei Twitch schon so und bei YouTube, dass es die Überlegung gab von einigen Leuten, Artikel 13 Sache. Dass sie komplett sagen, wir lassen einfach Europa raus so aus dem Markt. Muss man auch mal sehen, Europa ist global gesehen zwar relativ relevant, zumindest reden wir uns das ganz gerne ein, aber so rein massetechnisch, was sind wir, nicht mal 400 Millionen, glaube ich, alle zusammen. Das ist ja auf die 7 Milliarden der Welt gerechnet gar nicht mal so viel. So, und wenn der Twitch sagt, naja, dann gucken wir mal lieber, dass wir den chinesischen Markt abgreifen. Da gibt es 1,5 Milliarden Leute zu holen. Aber da ist das Internet ja auch zensiert zum Teil. Ist richtig, aber vielleicht haben sie da bald bessere Chancen als bei uns, wenn das so weitergeht. Machen die, glaube ich, nicht. Also ich beobachte das mal so ein bisschen mit glaube ich, Artikel 13. Ja, es ist nicht cool, aber ich glaube, das ist die Hysterie nicht wert letztendlich. Also auf Facebook war jetzt das auch schon vor ein paar Wochen erst in aller Munde, dass man Hate Speech noch mehr eindimmen will und so White Nationalist Supremacy und so dieses ganze Ding. Das schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Aber ja, das mit diesem Klarnamen, da hat mich Facebook auch schon zugezwungen. Ich weiß nicht, ich habe Freunde, die heißen auf Facebook irgendwie Victualia
Sag ich jetzt vielleicht nicht, aber die heißen dann wie Obst und so. Ja, ja. Wie Obst. Ja. Ja, und ich musste meinen Klarnamen und musste sogar ein Bild von meinem Ausweis hinschicken. Ja, musste ich auch. Was ätzend. Total absurd ist. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite dürfen andere als Obst rumlaufen. Das ist doch scheiße. Ja, wenn du nicht erwischt wirst. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Regierung in Österreich ja rechtskonservativ ist. Also es war ja die ÖVP und die FPÖ, die sich eingesetzt hat dafür. Das ist das Spannende, dass sie quasi ihre eigenen Wähler, die ja potenziell gegen dieses Recht verstoßen könnten, würden, sollten, dass sie davon betroffen sind jetzt, dass sie nicht mehr einfach sagen dürfen, Flüchtlinge sind alle AIDS. Flüchtlinge sind alle geflüchtet. Genau, sowas dürfen die dann nicht mehr sagen. Okay. Finde ich halt spannend. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ich frage mich, ist das denn verhältnismäßig? Aber ich denke mir auch, dass das Internet irgendwann früher oder später einfach geregelt werden muss. Das ist scheiße. Ja, ich weiß. Das ist scheiße. Was? Das ist scheiße. Das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, nee, das muss ich aber jetzt ja mit Nachdruck nochmal sagen. Ja, ja. Klar, soll es nicht unbedingt wieder Wilde Westen sein, aber es ist ja geil. Natürlich. Und das ist natürlich. Auch gesellschaftlich, klar gibt es dann immer Problemherde, aber gesellschaftlich, wenn da so ein freier Raum ist, zur freien Entfalko. Apropos, ich wollte auch gerade sagen, Falco hat schon in den 90ern gesungen, Cyberspace has got to be anarchy. Ja, auf jeden Fall. Und der muss es ja wissen. Richtig, der ist ja auch tot. Ja, der ist jetzt an einem besseren Ort. Richtig. Ja, es ist, ich finde es ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Ja, Herr Kleine, wir würden gerne ihre Positionen wissen über Hasspostings im Internet. Ja. Erreichen Sie denn viele Hassmails oder Hassbriefe? Weil wir irgendwie nicht. Nee. Wenn ja, geben Sie uns mal ein paar ab. Ich freue mich. Geben Sie uns Tipps. Ja. Was machen Sie falsch? Also, ja, wir beobachten das weiter, aber ich finde es schade. Ja. Aber auf der anderen Seite können wir dann, wir sind dann später wie in unserer Generation die alten Leute, die dann vom Krieg berichtet haben, können wir von einem freien Internet berichten, an unsere Ahnen. Bei uns gab es doch Anarchie im Internet. Genau. Die guten alten Zeiten. Ja. Die guten alten Zeiten echt zu sein, ist ein gutes Stichwort, denn ich habe noch was zu Monsanto und die hatten nur gute alte Zeiten. Denn man hört zu Monsanto nie positive News, habe ich das Gefühl. Hm. Kennst du Monsanto soweit? Natürlich. Es ist ein Großunternehmen mit dem Auftrag quasi Saatgut und Düngemittel, Unkrautvernichter und so einen Scheiß unter die Leute zu bringen und wurde auch jetzt letztes Jahr von einer deutschen Firma aufgekauft, die Deutsche Bayer AG. Uiuiui. Am 7. Juni 2018, also die sind jetzt unter deutscher Flagge unterwegs. Hm. Und deswegen müssen wir jetzt hier besonders aufpassen. Es gab nämlich ein Urteil, da hat ein französischer Bauer gesagt, hier, ich habe neurologische Schäden davon getragen, weil ich ein Unkrautvernichter mit dem Namen Lasso verwendet habe. Ich möchte jetzt Schadensersatz. Dabei wurden Lassos im Wilden Westen sehr häufig richtig, benutzt, richtig. Ohne großen Schaden anzurichten. Ich weiß auch nicht genau, was, also es ist nicht weiter definiert, was neurologischer Schaden jetzt heißt. Wahrscheinlich findet er seitdem Gehirnschaden. Vielleicht findet er seitdem Gefallen an Luca-Videos oder so. Ja, oder er ist homosexuell geworden. Das kann auch sein. Und das wünscht man keinem. Das französische Gericht hat ihm Recht gegeben. Und jetzt muss aber Monsanto tief in die Tasche greifen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass vorkommt. Kriegt irgendwie eine Million oder sowas. Nee, gar nicht. Also es gab noch einen anderen Fall, wo jemand Krebs bekommen hat durch ein anderes Produkt, was auch schon lange jetzt irgendwie verboten ist. Hm. Und er hat 81 Millionen Dollar bekommen. Hilft dir vielleicht, wenn du in einem Jahr an Krebs stirbst, nicht so viel, aber ist ja immerhin schon mal eine nette Geste. Aber kann man das in echt so konkret nachweisen, wie der Krebs entstanden ist? Das ist egal, ob man es nachweisen kann, wenn das Gericht das entscheidet, dann ist das so. Also dann haben die Beweise, die Vorlagen wohl ausgereicht. Ja, bisher waren ja die USA da immer relativ krass drin, dass man Nutella verklagen konnte, weil die dick gemacht haben. Ja. Oder Red Bull, weil die keine Flügel verleihen. Ja, also das Gericht hat auf jeden Fall gesagt, dass die Monsanto-Leute verantwortlich sind für, in Anführungsstrichen, fehlerhafte Produkte. Das war so das Urteil. Fehlerhaft ist natürlich ja auch sehr blumig ummantelt. Ja, ja. Also wirklich, die Leute sind schon seit Jahr und Tag in der Kritik, dass sie nur Scheiße an die Bauern verteilen, was wir dann wiederum auf unserem Fressen haben und so. Und kennst du auch den großartigen John Lajoie? Das ist ja mein All-Time-Favorite auf YouTube. Nein. Den hast du bestimmt. Also dieses Guns Don't Kill People, I Do und so. Und E gleich MC Vagina und so. Sagt mir was, ja. Sagt mir bestimmt was. Der hat auch so vor Jahren schon so eine großartige Monsanto-Werbung, auch hier in Anführungsstrichen, gemacht. Und meinte so, wenn ihr einmal komplett ehrlich mit euch selbst seid, so. Und dann sieht man 3 Minuten, wie er übelst harte Statements sagt, so. Ja. Super gut. Also zum Beispiel, every day around the globe, there are
millions of people dying and I'm not one of them. So I don't give a fuck. So. Ja. Und dann steht da halt immer wieder so Text eingeblendet. Wenn du einmal komplett ehrlich mit dir selbst wärst, würdest du zu dem Schluss kommen, dass du ein schlechter Mensch bist. Und ganz am Ende steht dann, wir sind wie du, nur viel schlimmer, Monsanto. Das fand ich großartig. Ja. Ja. Und den wollte ich ja an der Stelle einfach nochmal lobend erwähnen, weil das ist wirklich, der ist lange inaktiv jetzt schon, macht jetzt ernste Musik und so. Aber einer meiner großen. Abonnieren Sie ihn, liebe Leute. Einfach abonnieren, ja. Da kommt er vielleicht zurück auf YouTube. John Lajoie, kanadischer Comedian. John Lajoie, das ist aber nicht der gesungen hat Show Me Your Genitals. Doch, exakt der ist das. Sag ich doch. Der Name, bei den Namen kam das gerade hoch. Ja. Da kam gerade so Vaginas in meinem Kopf. Ja, bei dem Namen kommt mir auch einiges hoch. Show Me Your Genitals. Und dann haben wir ja noch das andere große Thema. Oder willst du noch ein bisschen über Monsanto lästern, damit die Leute vielleicht... Nicht verdient. Okay, stimmt. Die können gerne so ein bisschen Zeit kaufen fürs nächste Mal, dann reden wir länger über Monsanto, aber... Es gibt noch andere Leute, die unsere Zeit kaufen können, nämlich ihr, liebe Zuhörer. Ja, stimmt. Das ist der absolute Hammer. Für 20 Euro könnt ihr euch eine ganze Sendung Brennpunkt Internet kaufen. Es gibt auch wieder einen, der das gemacht hat, eine Person. Und da schauen wir dann mal, dass die nächsten Tage dann auch noch online geht. Vielleicht dauert das noch ein bisschen, aber ihr könnt gerne über PayPal 20 Euro spenden und das Geld wird dann auch höchstwahrscheinlich in den Vertrieb und die Wartung des Podcasts selbst gesteckt. Genau, wir sind nämlich jetzt auch bei Spotify zu hören sind. Richtig, genau. Wir sind auch jetzt auf Spotify zu finden, auf Soundcloud auch und soweit ich das durchblickt habe, brauchen wir Soundcloud Premium oder Pro oder wie auch immer die Scheiße heißt, um alle Folgen auf Spotify haben zu können gleichzeitig. Richtig. Und nicht immer nur drei. Und das ist sehr schön. Dafür könnt ihr uns kaufen, damit das heißt, wir werden nicht reich damit, sondern wir werden reinvestieren besser. Euer Geld. Richtig. In neue, schöne Brennpunkt-Intranets. Und es gab auch bisher schon zwei tolle Folgen, die gekauft worden sind. Über Pokémon haben wir gesprochen und über unsere Schulzeit, die man auf YouTube nachhören kann. Das mit der Schulzeit geht richtig ab, das Ding. Das hat jetzt irgendwie, glaube ich, 2000 Aufrufe oder so. Ach, krass. Weil das wahrscheinlich Sex mit 14-Jährigen heißt. Aber ist ja halt einfach so. Was macht man denn in der Schule sonst? Ja, Angebote, Nachfrage, so ist richtig. Es halt. Naja gut, Julian Assange habe ich hier noch. Ja, Julian, der alte Mann. Der sieht jetzt echt aus wie der Weihnachtsmann. Ne? Den hatten wir ja in der letzten Folge erst erwähnt, den Weihnachtsmann. Sie haben den Weihnachtsmann verhaftet. Also wenn Kinder jetzt dieses Bild in der Zeitung sehen oder auf ihren Tablets, dann werden die sich ziemlich erschrecken. Ja, ich denke auch. Wir fassen es vielleicht nochmal kurz zusammen für die Leute, die gar nichts Bescheid wissen. Julian Assange war der Mitgründer von WikiLeaks und hat sich die letzten 7 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten. Und wurde jetzt verhaftet. Genau, er hat nämlich sehr sensible Dokumente der USA übers Militär verbreitet, veröffentlicht und ihm drohen sehr hohe Haftstrafen, wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Ein Anklagepunkt ist auch noch, dass er geholfen hat, eine Seite zu hacken oder so, irgendeine US-Seite. Und auch Vergewaltigung oder Missbrauch? Das war nebenher, aber in der Sache, ja. Nebenher, aber das wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also vielleicht ist das auch nur eine falsche Anklage gewesen sind, da ist jetzt gerade gar nichts klar. Aber vielleicht ist mein Verdacht auch richtig, dass er jetzt gar nicht verhaftet wird, sondern er geht freiwillig wegen Brexit. Ach so, ja. Keine Frage. Der hält es dann in Großbritannien nicht mehr aus. Ne, er war doch eh nur in diesem Haus, in dem Anwesen. Vielleicht auch Ecuador. Das, es wurde einfach langweilig. Ja, wobei er ja regelmäßig Post bekommen hat und Besuch bekommen hat von Lady Gaga. Die war zu Besuch bei ihm. Und jetzt lese ich ja ganz viel auf Facebook und Twitter Solidarität mit Assange und lasst ihn frei und er hat ein faires Verfahren verdient, alles richtig. Aber ich halte mich auch da so ein bisschen zurück, da er sich ja auch bereits sehr migrationskritisch und so geäußert hat und Merkel-kritisch und dass sie ja auch keine Kinder hat und solche Geschichten hat er kritisiert, was ihn eigentlich nichts angeht. Ist auch eine sehr ambivalente Person. Vielleicht war er mal mit der guten Angie zusammen und dann geht ihm das sehr wohl was an. Wenn die Gute nicht seine Kinder tragen wollte, dann ist er jetzt ein bisschen butthurt. Oder sie hat abgetrieben. Kann kind. Auch sein. Aber gut, also ich finde es auch natürlich hier wieder zweischneidiges Schwert und so. Für die Pressefreiheit ist das Ganze ein bisschen heikel, finde ich, weil das schon auch ein wichtiger Bestandteil ist, hier Panama Papers und solche Geschichten, was auch irgendwie die Gesellschaft an sich voll wenig gejuckt hat, obwohl natürlich. Das eigentlich ein Riesending ist. So. Und so Whistleblowers an sich finde ich halt eigentlich schon sehr wichtig. Und klar müssen die auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden, aber wenn die halt
Dinge aufdecken, die vielleicht mehr Nutzen der gemeinen Gesellschaft geben, als dass sie jetzt der Regierung schaden, wenn man das überhaupt so werten kann. Ja, das ist schwer. Ich glaube schon, dass die Regierung einen sehr starken Schaden erlitten hat, aber eben eigentlich einen gerechten Schaden, ja, das meine ich, verdient, ja, also haben. Aber das ist der Regierung egal, weil die ja letztendlich die Anklage erheben und darüber entscheiden, was ihm passieren wird. Das ist das Problem. Da brauchen wir wieder die Schweiz, ne? Direkte Demokratie, da könnte man direkt abstimmen, okay. Ja. Soll der jetzt, aber vielleicht entsteht dann auch so ein Brexit-Dilemma. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also wenn alle Leute abstimmen dürfen, dann dürfen auch alle Leute abstimmen. Und das ist halt nicht keine gute Idee. Brexit, finde ich, meine Meinung. Brexit müssen wir nicht nochmal groß, oder? Das wurde jetzt auf Halloween verschoben, witzigerweise. Auf den 31. Oktober sind sich alle einig. Aber dann müssen sie es aber auch machen, finde ich. Nee. Die sollen alle mit Kürbismasken und Donald Trump-Kostümen da auftauchen und einfach mal den Brexit durchziehen als Halloween-Streich. Ja, das wäre... Das Süßes, sonst gibt's auch was. Ja, das wäre eine schöne Überraschung. Ja, da gibt's, glaube ich, sonst auch nicht mehr viel zu sagen, weil das ist ja... Wir würden einfach immer wieder das Gleiche sagen, jede Woche. Ja, ich denke auch. Es ist lustig, aber eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir erwähnen Brexit einfach der Vollständigkeit halber. Wir haben es gesehen. Ja. Es passiert nicht und... Tschüss. Damit ist gut. Dann noch mal was Kleines Positives. Kennst du Six? Sikhismus, das sind so Six, was? Six, Nikki Six von Motley Crue, kennst du auch? Ich dachte, du meinst diese Autofirma, ja, wo nee, man Autos mischen kann. Vielleicht werden die auch Sik ausgesprochen, ich weiß es nicht genau. Es sind die S-I-K-Hs. Ja, Six. Das ist, Sikhismus ist in Indien gegründete Religion. Das sind so diese mit den orangenen Turbanen. Das sind so ganz nette Leute. Ja, doch, doch. Das ist also in meiner Wahrnehmung jetzt sehr subjektiv so die friedlichste Religion, die ich je gesehen habe, weil man hört da nie was Negatives von denen. Es ist nicht so, dass sie irgendwie kleine Kinder bumsen oder dass sie irgendwie sich in die Luft sprengen oder mit LKWs irgendwie rumfahren oder solche Geschichten, sondern die sind einfach nur nett und machen. Die sind auch die perfekten Leute für so die New Age Sprachfaschisten. Die haben nämlich, die beten einen Gott an, der kein Geschlecht hat. So. Also ein divers Gott. Ja, exakt. Und da sind die eigentlich sehr perfekt für, aber darum geht's nicht. Also 550 Jahre gibt's die jetzt schon und Jubiläum quasi. Richtig, und dafür wollen sie ein Geschenk an die Erde geben und ganz, ganz viele Millionen Bäume pflanzen. Ach, das finde ich super. So, das sind nämlich ganz nette Leute, die wollte ich ja einfach mal mit positiver Promo erwähnen, damit die auch mal ein bisschen, dass da ein paar Leute auf die Social-Media-Seiten gehen und sagen, yo Bro, geil, geiles Ding. Tja, der Vatikan könnte auch mal Bäume pflanzen. Der pflanzt ja Bäume in die kleinen Kinder rein. Ja, in die Kinder, aber da wächst ja nichts draus. Ja, das ist schade, ne? Die Kinder wachsen vielleicht dann auf mit einem Trauma, aber da kannst du mal sehen, dass die etablierten Religionen versagt haben und dass sie ihre Gelder nicht sinnvoll verwenden. Ja, das stimmt. Ich wollte noch kurz erwähnen, ich fand ihn irgendwie witzig, der Gründer heißt Guru Nanak. Nicht wie, wie Lulu, Lulu, nicht wie Luca, unser Guru Lelek. Aber fand ich ganz nett, nochmal zu erwähnen. Genauso wie in Vietnam gibt es jetzt Supermärkte, oder ich glaube, alle Supermärkte in Vietnam haben jetzt auf Plastikbeutel verzichtet und packen ihre Obst und Gemüse wieder in wie Bananenblätter. Rewe doch auch, oder? Rewe macht doch auch so. Aber nicht Bananenblätter. Ach so. Und das muss man, auch hier, Framing einfach nur, man muss es gut verkaufen. Das sieht dann halt aus wie so Lembas Brot bei Herr der Ringe, kennst du wieder nicht. Ist okay. Aber so, weißt du, einfach hast du so schönes Essen und hast so ein großes Bananenblatt drum. Das sieht eigentlich sehr schön aus. Und ist umweltfreundlich, ja? Ja. Weil biologisch abbaubar. Schön. Gut, dass du das nochmal erklärt hast. Ja. Dann habe ich noch was richtig Schönes. Ich habe noch eine gute Überschrift dafür. Der ewige Kreis. In Englisch würde es mehr Sinn machen. Da heißt es nämlich The Circle. Circle of Life, genau. Ah, ja. Es gab nämlich einen Nashornjäger in Afrika, der von einem Elefant, hast du auch mitbekommen? Yeah. Der wurde von einem Elefant zertrampelt und dann vom Löwen gegessen. Die organisieren sich langsam gegen uns, du, diese ganzen Tiere. Aufstand der Tiere. Ja, es kann auch sein. Tut mir so leid. Ich habe ja den Verdacht, dass die Tiere einfach dachten, dass er derjenige ist, der für das König der Löwen Reboot verantwortlich ist. Ich denke auch, ja. Und deswegen. Aber fand ich. Weil mein Ruf kaputt geht, mit deiner. Fand ich eine interessante Geschichte, hat auch viele interessiert. Ich gucke ja immer so, wir berichten ja hier über Sachen, die wirklich viele Leute interessiert hat. Ja, richtig. Nicht irgendwie nur Nischensachen und das war halt auch so ein Ding. Es sind ja auch Sachen, die viral gegangen sind, ja, die man diskutiert hat in den Kommentarspalten der Facebook- Seiten und Magazine und Twitter und so weiter. Und ich denke, die News, die einfach Memes zum Potenzial haben, die gehen da einfach besonders ab. Memes. Heißen die Memes richtig? Sagt man das Memes? Ja, oder eingedeutscht Memes? Auch, ja klar. Ja?
Eingedeutscht auf jeden Fall. Ein ganz wichtiges Thema für mich war noch das Comeback von Tokyo Hotel. Was? Ja, sie sind zurück, endlich. Und ich sag mal so, der Rock hat eingecheckt im Tokyo Hotel. Sie machen wieder Rockmusik. Ich werd verrückt. Sie machen nicht mehr dieses Love or Loves You Back. Die machen jetzt richtig wieder Gitarre. Sondern durch den Monsun. Ja, ist ein bisschen oldschool, aber ein bisschen härter und erwachsener und auf Englisch. Und es ist also die Originalbesetzung oder was? Ja, immer noch, natürlich. Ist Heidi Klum da jetzt mit von der Partie oder? Sie ist an der Flöte von Tom, aber, okay. Aber sie ist nicht aktiv zu hören. Schade. Sie hat keinen aktiven aber Einfluss. Aber bei ihrer Stimme ist das vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn sie nicht aktiv zu hören ist. Nein. Ja, sie könnte ja Bill Collins ersetzen als Sängerin. Das stimmt. Dann würden sie wieder wie früher singen, klingen. Das stimmt. Kann ich begrüßen. Heidi Collins. Ich bin auch immer noch, ganz kurz. Ja. Ich war mit diesem Disney-Thema noch nicht ganz durch. Ja. Denn es kam auch ein Trailer zu König der Löwen jetzt wieder raus. Und auch das wieder, das Internet in Flammen gestellt. Hast du den gesehen? Nein. Nein. So, pass mal auf. König der Löwen, Hans Zimmer, wie wieder Musik. Ja, also die Musik wie immer. Also Hans ja, Zimmer, Hans Zimmer wie immer, großartig. Oder wie ich ihn immer nennen darf, Hans Zimmer. Ja. Hans, irgendwas Größeres als Zimmer, weil ihr seid so dicke. Haus. Ich darf Hans Haus. Ich darf Hans Haus Ihr seid sagen. Auf Haus miteinander. Wundervoll. Genau. Gut, auch noch ein bisschen Schwachsinn reingebracht. Nein, ich habe mir das Ding angeguckt und die sind halt CGI, ne? Also es soll möglichst realistisch aussehen. Aber also Computereffekte. Wenn du die Reden hörst, das sieht ganz komisch aus. Man sieht irgendwie die Mundbewegung so gar nicht. Und ich habe die Vermutung, dass sie es vielleicht im Trailer weggelassen haben, so bewusst. Hm. Weil das einfach sehr scheiße aussieht. So. Also so Uncanny Valley gibt es ja, wenn was zu nah an Realismus dran ist, aber noch nicht wirklich realistisch ist. Hm. Und ich glaube, dass das da so ein bisschen reinschlägt. Und das ist deswegen vielleicht, also vielleicht wird das ganz komisch, sich das anzugucken, also wie diese so hyperrealistischen so, Tiere ja. dann den Mund bewegen, dass das so ganz komisch ist. Und das haben sie halt im Trailer so gut wie weglassen. Du hörst halt Stimmen, hm. aber du siehst keine Mundbewegung irgendwie. Es ist mehr so Off-Text. Und ist auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt, aber ich will es trotzdem sehen. Ich finde ja, dass Realismus total wichtig ist bei solchen Filmen. Ja, ich würde es ja feiern, wenn es so realistisch wäre, wenn dann Mufasa, Spoiler, stirbt, verreckt die miese Sau. Oh, ich hoffe nicht. Und zertrampelt wird, dass es so richtig geile Splatter-Effekte gibt. Dann fände ich es schon wieder geil, wenn man es besonders realistisch macht. Dann müsste aber Tarantino das ja. Directen. Das wär's. Tarantino. Da hätte ich Bock drauf. Wie heißt es? Regisiert? Ja. Regiert? Regiert. König der Löwen. Naja, würde ich mich freuen. Mit einem richtig geilen Soundtrack und richtig geilen, ja, Effekten. Noch geile Effekte gibt es bestimmt auf Disney Plus. Disney Plus, ist der neue jetzt, Stream. Ist das jetzt, ja. Es hat jetzt ein Startdatum, es hat einen Preis und das ist ein Kampfpreis gegen Netflix. Disney Plus, der Streamingdienst, also das Fernsehen, also liebe Rentner, ein Streamingdienst, da kannst du so Fernsehen im Internet gucken, da bezahlst du monatlich Geld und das auf freiwilliger Basis. Aber nicht du wie bei, entscheidest, was läuft. Ja, und nicht wie bei der GEZ, dass dann irgendwie der Vollstrecker direkt vor der Tür steht und der die Kniescheiben raustritt. Nee, du bezahlst das freiwillig und für Disney Plus, der neue Streamingdienst von Disney, bezahlt man monatlich 6,99 €. Das ist ein Kampfpreis. Das ist gar nicht viel. Beziehungsweise 70 Dollar natürlich. Dollar ist ja nochmal billiger. Dollar im Jahr, das ist dann nochmal weniger, sind irgendwie 5,90 € oder so pro Monat, wenn du das Jahresabo abschließt. Ich also das ist wirklich. Ja, das ist teurer dann für uns ist. Nee. Weil ich habe ja dieses WWE Network zum Beispiel und da zahlt man in den USA 9,99 und ich zahle 11 Euro. Ja, kommt drauf an. Also ich mache das, wenn ich die Wahl habe, kann ich das so tricksen, weil mit PayPal hat man beides, also ich zumindest habe beides. Hm. Und wenn du dann das in Dollar umrechnest, bezahlst du effektiv weniger. So. Ach fuck. Das geht bei manchen Sachen. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei Wrestling nicht geht, aber wenn du einfach die Dollar-Währung bezahlst, bezahlst du ja weniger. Lifehack. Ah, ich müsste öfter Brennpunkt hören, dann wäre ich informierter. Das stimmt, das müssten viele Leute machen. Nun, auf jeden Fall sehr interessant, gab es nämlich auch, war trending auf Twitter jetzt vor ein paar Tagen und da gab es auch einen Trailer, wie dann zum Beispiel die Simpsons sich so Mickey Maus Ohren aufsetzen und so, selbstironisch, haha. Wirst du es dir zulegen? Nee. Ich muss sagen, ich bin auch völlig übersättigt an dieser ganzen alten Disney-Scheiße, ich kann mir das nicht mehr angucken. Das sind alles ganz tolle Sachen von Rapunzel, hier Cinderella bis hier Schneewittchen und wie die ganzen Schlampen heißen. Oh, war das jetzt sexistisch? Nein. Nein, Schlampen kann man auch zu Männern sagen. Richtig, die gibt's ja auch. Ja, du hast ein Überangebot langsam an Streamingdiensten. Ja. Du hast ja Netflix, Amazon Prime und WWE Network, in meinem Fall zumindest. Ja. Das Disney Plus und dann zahlst du auch dann deine 1000 € im Monat, nur um eine ordentliche Auswahl zu haben.
Ja, also du kommst halt nicht mehr hinterher. Ich bin für Monopole. Die wollen halt auch normale Filme da anbieten, deswegen... Aber Disney-Filme. Ja, nicht nur, glaube ich, nicht nur. Und deswegen, ich bin ein bisschen gespannt, was da noch so ist, aber wenn das halt wirklich nur dieser Disney-Horizont ist, was natürlich mittlerweile sehr viel ist, da kommen ja diese ganzen Marvel-Sachen auch mit rein. Ja, die haben ja alles aufgekauft, ne? Ja. Also für mich ist es aber erstmal nicht so interessant, weil ich auch grundsätzlich kein Geld ausgeben möchte für irgendwas. Für irgendwas. Ja, deswegen gehst du ja auch klauen und nicht einkaufen. Genau, das ist ein bisschen das Problem dabei. Ich habe noch eine gute Nachricht, und zwar habe ich mir die Kriminalstatistik angeguckt. Okay. Vor dem letzten Jahr. Und seine eigene? Die auch, die gingen sehr stark nach oben. Ja. Aber insgesamt, deutschlandweit, gingen sie nach unten. In fast allen. Also ich glaube, nur in, was war das denn? Widerstand gegen Staatsgewalt ist ganz krass nach oben geschossen. Ja, das muss ja nichts Schlechtes sein. Und auch Kinderpornografie ebenso. Aber ansonsten ist alles... Das muss ja auch nichts Schlechtes sein, ja. Aber ansonsten ist alles ein bisschen nach unten gegangen. Und auch die Ausländergewalt ist viel geringer geworden. Man glaubt es nicht. Okay, also, oder das ist ja ganz verrückt. Es gleich geblieben zumindest. Es kommen mehr Ausländer her, aber trotzdem geht das zurück. Das ist aber komisch. Ja, prozentuell. Also prozentual, natürlich. Will ich aber jetzt auch die Leute befürworten, also ein bisschen, also wenn hier wirklich Leute nur Stunk machen, dann finde ich das natürlich auch ein bisschen problematisch. Natürlich, ja. Aber egal wer es ist halt. Aber ne? Ja, richtig. Und halt mehr Rauschgiftdelikte gibt es, Kinderpornografie. Da wurde auch wieder auf das Internet alles geschoben. Ja, dass durch das Internet werden Straftaten einfach leichter zu vollziehen. Und deswegen sind Rauschgiftdelikte und kinderpornografische Sachen angestiegen. Ja, also gut. Also an Kinderpornografie ranzukommen, ist wahrscheinlich durch das Internet leichter. Ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber kann ich mir vorstellen. Aber das tatsächliche Erstellen davon wird ja nicht leichter durchs Internet, oder? Ja, die Verbreitung ist halt wesentlich. Ja, die Verbreitung, klar. Ich verstehe auch, dass das eine Straftat ist, aber die Verbreitung wäre ja gar nicht möglich, wenn diese Videos nicht in erster Linie erstmal entstehen würden. Ja, aber die machen ja auch Geld damit, glaube ich. Wahrscheinlich, sonst würde es sich ja nicht lohnen. Jedenfalls war dann von Seehofer, glaube ich, die Aussage, dass Offline-Delikte quasi zurückgegangen sind. Okay. Und dass die Online-Kriminalität auch ein bisschen nach oben ging und dass man das beobachten muss. Fand ich jetzt für unsere Sendung sehr, sehr interessant. Das stimmt, aber das ist auch wieder so ein gefährliches Ding, ne? Weil wenn man das, was online verboten ist, immer mehr Online-Verbote gibt, dann ist ja klar, dass die Kriminalität auch online steigert. Dinge, die vor 10 Jahren noch legal waren, wie zum Beispiel Ausländer beleidigen auf Facebook. Ja, so. Was auch ein Faktor ist, weswegen manchmal die Statistiken von Flüchtlingen vergleichsweise hoch sind, weil die können Straftaten begehen, die wir nicht begehen könnten. Zum Beispiel, wenn sie gegen ihre Auflagen verstoßen. Oh, da kommt schon der Wecker. Ganz kurz noch, dass die nämlich, wenn sie frisch hergeflohen sind, müssen sie erstmal, haben sie eine Residenzpflicht. Die müssen also in dem Ort bleiben, wo sie sind. Wenn sie dann mal eine Straßenbahn zu weit fahren, beginnen die schon eine Straftat. Oder Moment, wenn sie also gegen diese Residenzpflicht verstoßen, sind die dann Residenz Evil? Dun, dun, dun. Das ist ein Videospiel, liebe Rentner, die das gerade nicht verstehen. Das ist eins von diesen berühmten schlechten Wortspielen, mit dem wir auch langsam hier schließen müssen. Denn die Sendezeit, so viele schöne Sachen, die Sendezeit ist schon wieder langsam vorbei und wir müssen aber noch schnell die Woche in ein benotendes Korsett stecken. Ja. Und das ist schon wieder schwierig, muss ich sagen, weil es gab wieder nicht dieses eine Ding, dieses Luca-Teil hat mich auf jeden Fall sehr erheitert. Ja, das war sehr lustig. Es gab sehr viele positive Nachrichten, die ich gesehen habe, wie zum Beispiel Grüße gehen raus an meine Homeboys mit den orangenen Torbahnen. Aber das muss dann leider in der Note Abzüge geben, oder? Ich bin sogar gewillt zu sagen, dass es nur eine 5 war. Da bin ich sogar bei dir, ja. Ja, ne? Ich meine, das Tokyo Hotel Comeback ist schon richtig geil, aber... Das muss ich natürlich noch nachholen. Also das kann sein, dass ich dann auf eine 5,5 hochgehen würde, weil... Aber ohne das wäre es bei mir nur eine 3 gewesen, glaube ich. Echt? Hasspostings, Österreich, naja, ist noch nicht aktuell halt, ne? Ist Leute, noch in der Zukunft. Strengt euch mal mehr an, macht mehr Online-Delikte, damit wir mehr zu berichten haben. Fortnite, ja, ich weiß nicht. Es ist nicht viel passiert. Leider. Es ist noch was passiert, was ich nach der Sendung dir sage, was ich sehr heftig finde, aber da wollte ich jetzt aus... Was euch nichts angeht. Genau, aus Respektgründen nicht drauf eingehen. Das macht die Woche für mich auf mindestens 6,5 hoch. Aber darüber reden wir jetzt nicht weiter. Was sagen Sie jetzt, Herr Kleine? Wie war die Woche? Herr Kleine, Ihre Rezension bitte. Können Sie uns vielleicht gefälligst mal langsam einen hasserfüllten Brief herschicken? Oder? Sie können auch ganz gerne 20 Euro überweisen per PayPal und danach können Sie eine Stunde lang auffordern. Herr Kleine. Richtig, richtig. Eine Stunde über Herrn Kleine reden. Würde ich machen. Meinst du, das gibt sein Leben her? Ja, auf jeden Fall. Oh. Wenn nicht von ihm, von wem dann? Herr Kleine, gut. Das ist doch wundervoll.
Also gut, bleiben wir bei der 5. Ja. So ist es. Ich bin ein bisschen müde heute. Ich bin heute ein bisschen schlecht gelaunt. Also von daher kann es sein, dass meine Rezension die Woche ein bisschen negativ war. Aber 5 finde ich angemessen. Okay, dann bleiben wir bei der 5. Ich fand es trotzdem sehr schön. Viele kleine Sachen, die mich erheitert haben. Dieses Brexit-Ding. Also vielleicht entlädt sich das demnächst mal. Und dann könnte da eine 10/10 draus werden, oder? Ja, gut. Hoffentlich. Schön. Ich höre im Hintergrund so leichtes Geplätscher an Musik. Das ist sehr, sehr angenehm. Es wird sehr, sehr laut. Schreiben Sie uns. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie zu, wenn wir reden. Hören Sie bitte immer. Hier gibt es so einen Schalter, da sind wir direkt on air, da reden wir in die Musik rein. Wollen wir den mal drücken, Tino? Wollen wir den mal, komm, wir drücken mal ganz kurz. Ist ja. Oh, jetzt sind wir auf einmal offline. Was ist denn jetzt passiert?